Jo Leute, willkommen zum neuen Video hier auf dem Kanal und ja, heute geht's um mein Dirtime Bike, was ich im vorletzten Video aufgebaut habe, ums Rad und Slush und ja, das zeige ich euch jetzt hier in dem Video, aber ich würde sagen, jetzt erstmal Intro ab. So, ich würde sagen, wir schwätzen nicht lang rum. Wir schnappen uns das Bike und fahren auf den Trail an den Drehsprung. Ja, fahren noch ein paar Runden und dann gibt es später noch die technischen Daten zu dem Fahrrad. Let's go, ab auf den Trail. So, wie schon gesagt, geht es heute ums Rad und Slush, was ich im vorletzten Video aufgebaut habe. Ja, ich wollte euch jetzt mal ein paar Details dazu sagen, was ich verbaut habe, wie viel mich der ganze Spaß circa gekostet hat. Ja, ich würde sagen, fange direkt kurz mal an. Rahmen, wie schon gesagt, ist ein Rad und Slush Rahmen aus dem Jahre 2022 in Rahmengröße L. Ja, perfekt für mich, bin halt ein bisschen größer. Ja, geile Lackierung, schlicht grau mit den schwarzen Decals, finde ich persönlich richtig nice. Ja, der Rahmen hat mich 380 Euro mit Drehtlagern und Steuersatz gekostet. Steuersatz ist ein Acro-Steuersatz, wenn ihr euch auch einen Radon Slush bauen wollt. Dann geht einfach auf die Radon-Seite, da ist der Steuersatz verlinkt, welcher das ist, das weiß ich nämlich jetzt nicht. Genau, Tretlager sind SRAM DUB Tretlager 68x6873. Ja, ich würde sagen, machen wir direkt weiter mit den Kurbeln. Kurbeln sind Trubativ, die senden Kurbeln, die sind 170 mm lang. Ja, daran befinden sich dann HT Performance Flat Pedals. Ja, die Kurbeln haben mich 70 Euro gekostet und die Pedale haben mich 58 Euro gekostet. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal zum Cockpit über. Aber ich hole meine Kamera hier rüber, damit man es besser sieht. Im Cockpit haben wir komplett vom Endurobike übernommen, sprich Raceface Vorbau. Trubativ Descendant Lenker. Ja, den Lenker habe ich noch auf 740 gekürzt, weil der mir für Barspins ein bisschen zu groß war. Ja, Spacer haben wir irgendwelche No-Name, schlichten schwarzen Spacer. Da haben wir eine Unleased Top Cap, genau dieselbe, die auch auf dem Enduro verbaut ist. Die zeige ich euch gleich. Dann haben wir OD-Griffe. Ja. Und eine SRAM Guide Air Bremse 4 Kolben mit einer 160 mm Bremsscheibe. Ja, Gabel fahren wir eine Pike DJ in schwarz, 100 mm Federweg, 26 Zoll. Ja, Steckachse, die Maße sind 15x100, also falls es jemanden interessiert. Ja, dann Laufräder, fahren wir Custom Laufräder, Novatec Narben, DT Swiss Felgenring, und zwar DT Swiss 545D Felgenring und Ölslick Speichen. Ja, das war's eigentlich vorne.
Ja, kurz zu den Preisen. Die Gabel hat mich 550 gekostet, die Laufräder zusammen haben mich 250 gekostet, die Griffe haben mich 15 gekostet, die Topcap hat mich 15 gekostet, die Spacer haben mich 5 gekostet, Lenker und Vorbau haben mich gar nichts gekostet, sowie die Bremse, die hat mich auch nichts gekostet. Ja, dann gehen wir kurz weiter zum Reifen. Reifen fahre ich vorne und hinten Continental, Cross King, 2,3er, 26 Zoll. Ja, innen drin befinden sich Specialized Schläuche, auch 26 Zoll. Ja, Bar fahre ich so zwischen 3,7 und 4 Bar jeweils in den Reifen. Ja, dann drehen wir gerade noch kurz das Rad um. Und auch gleich mal einen Soundcheck von der Narbe machen, wenn ihr Bock drauf habt. So, ich hoffe, man kann alles erkennen. Ich gehe mal wieder auf die Seite. Ja. Dann haben wir eine goldene KMC X101 Single-Speed-Kette verbaut. Ja. Dann eine stinknormale Radar- und Sattelklemme, die schon bei dem Rad dabei war. Eine No-Name-Sattelstütze und ein Chromic-Sattel. Sprich, eigentlich haben wir den Sattel und die Sattelstütze einfach vom Enduro übernommen. Dann einen neuen Chromic-Sattel und eine neue Sattelstütze dran gebaut. Ja. Ich würde sagen, machen wir mal einen Soundcheck von der Narbe. So, das war jetzt der kurz knappe Soundcheck. Ja, mir gefällt die Narbe. Der Spaß hat mich so circa 1500, 1600 Euro gekostet. So, das war es jetzt mit dem Bike-Check vom Radonslash von Deutschland Bike. Ich finde es mega geil. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Ja. Ich hoffe, euch hat es so rum besser gefallen. Erst fahren, dann technischen Quatsch schwätzen. Ja, ich glaube, das ist besser so rum als andersherum. Ja, also kurz zum Fahren. Das Rad fährt sich richtig gut. Ja, ich bin auch kein der Profi, also von den Einstellungen her. Ich weiß noch nicht genau, wie die Gabel und wie hier hinten mit Kettenspannung und weiß der Geier was. Ja, ich bin auch noch keine richtigen Dirtjumps gefahren. Muss mich erst ein bisschen darauf einfahren. Ist halt ein Unterschied zwischen Enduro und Downhill. Ja, aber wie gesagt, ich finde es mega nice. Ich bin happy. Ich habe Bock, Dirt zu fahren diese Season. Ja. Ich würde aber auch dann sagen, das war es auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer ein Like und ein Abo da. Und vergesst natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein neues Video hier auf dem Channel mehr verpasst. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, Kakao.